Mahlzeit, der Micha hier. Es gibt mal wieder Neuigkeiten für die PSVR 2 und die schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. Es gibt einen Release-Termin für den Wallace & Gromit DLC für Walkabout Minigolf. Der soll nämlich am 25. Juli rauskommen und wird bestimmt wieder richtig gut. Zu Ghosts of Tabor gab es ein Interview mit Upload VR mit Scott Albright, das ist der Kreativdirektor und CEO von Combat Waffle Studios. Und der war schon immer ein großer Tarkov- und DayZ-Spieler. Und er fragte sich, warum es so etwas nicht in VR gab. Er sagte dazu Folgendes: Ich habe mit mehreren Entwicklern gesprochen, die sagten, es ist nicht möglich. Und ich sagte, dass es möglich sein muss. Zugegeben, wir hatten Schwierigkeiten, gerade mit der Quest-Version, aber ich habe die Chance ergriffen und ein achtköpfiges Team zusammengestellt und jetzt haben wir Ghost of Tabor. Das ist mittlerweile jenseits unserer kühnsten Träume. Wir sind jetzt ein Team von 40 Personen in 3 Projekten. Wir wussten, dass VR-Spieler diese Art von Shootern wollten. Wir wussten nicht, dass es so sein würde. Wir stießen auf Widerstand bei der Veröffentlichung und sagten, niemand wird jemals interessiert sein. Aber ich kann dieses Zögern verstehen, weil VR ein solcher Nischenmarkt ist. Wenn wir nicht zur Quest gehen, dann sind wir tot. Leider ist es genau so. Es ist die größte Spielerbasis und wenn sie ein neues Studio oder ein neuer Entwickler sind, der darüber nachdenkt, ein VR-Spiel zu erstellen, müssen sie die Quest einbeziehen. Selbst wenn es exklusiv für die Quest 3 ist, müssen sie auf dieser Plattform sein oder sie werden es nicht über ein Jahr hinaus schaffen. Zwei Dinge, die er ausgeschlossen hat, sind ein System zur Wiederbelebung von Teamkollegen und Marker über den Teamkollegen, um sie auf der Karte zu identifizieren. Das ist einfach nicht die Art von Spiel, die wir machen wollten, erklärte Albright. Wenn sie nicht in ständiger Kommunikation sind und ihr Teamkollege vorbeikommt und sie schießen, müssen sie die Konsequenzen dafür tragen. Wir können jedoch in naher Zukunft einige Änderungen erwarten. Ein neues Squad-System enthält einen Squad-Voice-Chat. Dieses Update erscheint am 31. Juli mit der nächsten Server-Rücksetzung zusammen mit einem überarbeiteten Missionssystem und einem Golden Looty als Reset-Belohnung. Für die kommende PSVR 2 Version arbeitet Combat Waffle mit VR Monkey zusammen, dessen jüngste Arbeit die Unterstützung bei aktuellen Portierungen wie The Exorcist Legion VR und Tarzan VR umfasst. Grafische Verbesserungen und haptisches Feedback der Sense-Controller werden versprochen. Das Veröffentlichungsdatum der digitalen PSVR 2 Version scheint auch nicht mehr weit entfernt. Wir sind zuversichtlich, dass Ghosts of Tabor in wenigen Monaten in den Händen von PlayStation-Spielern sein wird. Okay, Monate ist jetzt natürlich ein sehr grober Zeitraum in meinen Augen, aber gut. Es ist unterwegs und es wird besser aussehen als auf der Quest 3. Und das ist gut so. Auf der Quest 3 sah es bisher aus wie ein Shooter zu PS2-Zeiten. Da ist noch viel Luft nach oben. Und die haben wir ja auf der PSVR 2. Tja, das wären erstmal alle Neuigkeiten, die ich habe. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in VR. Macht's gut.